Zuschauer Tanja Krienke aus der DDR, aus Berlin. Sie ist nur 1,43 Meter groß und wird trainiert von der ehemaligen Weltklasse-Paarläuferin Romy Kermer, Österreich. 17 Jahre, sie ist Oberschülerin und wurde im Kindergarten als Eisläuferin entdeckt. Vierte der DDR-Meisterschaft 89 und dritte der Juniorenweltmeisterschaft 1989. 13. war sie in der Pflicht, 20. im Originalprogramm. Sechsel und Doppelachsel. Doppeltulup, Dreifachtulup, wunderschön. Kann ja auch den Flip dreifach springen und sogar den Rittberger. Und wenn sie das hier zeigt, dann kann sie sich weiter nach vorne machen. Den aufgerissenen Salto. Schade, dass sie da so ein bisschen verkantet hat bei der Landung. Doppelrittberger. Einfach Salto. Der war auch nicht hoch genug, um den zu stehen. Einfach Achsen mit Doppeltulup? Ja, das ist eigentlich unter ihrem Niveau. Man hat sie schon sehr viel besser erlebt, aber auch Sportlerinnen haben unterschiedliche Stimmung. Sie ist ja privat. Obwohl sie heute nicht ihren besten Tag hat, kann man das erkennen. Sie hat ja Temperament. Ja, doch. Tanja Krienke aus Berlin, Romy Kammer Österreich kann mit dieser Kür nicht zufrieden sein, aber in der kleinen Berlinerin steckt so viel Talent. Irgendwann wird sie noch einmal ganz groß rauskommen, Karin. Die Zeitlupe zeigt, dass es viel wirklich an der Tagesform war. Ja, das ist nochmal der Achsel und der Doppelachsel. Der war wirklich schön am Anfang.
Und Doppeltulup, Dreifachtulup? Ja. Sehr gut. Das ist eine sehr schwere Kombi, weil die meisten erst den Dreifachsprung machen und dann den Doppelsprung. Ja, das wird sich notwendigerweise auch in der Wertung für den technischen Wert ausdrücken, aber die kleine Kessel-Berlinerin hat sich natürlich hier bei der Weltmeisterschaft in Halifax doch mehr ausgerechnet. Sie ist ein wenig sauer auf sich selbst, man merkt das. Sie kann ja so unheimlich interessant sein und interessant reden und hat so manches eiskalte Wort auf dem Lippen. Eine Wertung zwischen 4,5 und 5,0 liegt eine gewisse Unsicherheit der Preisrichter, wie hier zu werten ist. Karin, welche Note hättest du denn gegeben? Ja, ich hätte auch schon so eine 4,8, 4,9 gegeben. Das Urteil der Britin Vanessa Rely nicht gerade großzügig, aber sie geht dafür ein wenig in der B-Note höher und zählt dort zu den Preisrichtern mit den besten Wertungen. Mir gefällt die Wertung von Heinz Müllenbach aus der Bundesrepublik Deutschland gut. Nächste Läuferin, die zweite der